Hallöchen und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Assassin's Creed Odyssey. Wo ist das Pferd? Hat der die alleine platt gemacht? Jetzt mal zu den Bären. Aber gut, eigentlich müssen wir hier hin. Befehlshaber. Und du bist frei. Asymmetrischer Tempel, was? Auf geht's! Hier sieht ja nicht aus. Na ja. Ich saß da so süß, ich wollte sie nicht einfach aus dem Meter halten. Also ich hatte so ein bisschen die Hoffnung, dass sie eigentlich voll lieb sind. Du bist zurück. Hast du sie getötet? Ich habe sie erledigt. Jeden Einzelnen. Gute Arbeit. Du hast dir deine Drachmen wirklich verdient. Ich habe eine gute Mannschaft. Doch uns fehlt jemand mit deinen Talenten. Komm zu uns an Bord. Was sagst du? Ich weiß dein Angebot wirklich zu schätzen. Aber auf See wird es schwer für mich, Kräuter zu sammeln. Das ist ein Fehler. Aber ich respektiere deine Entscheidung. Klang wie eine Drohung, aber gut. So, wo geht's denn mal als nächstes hin? Diesen Stadtstaat hier haben wir. Was heißt Stadtstaat? Dieses Gebiet haben wir schon mal. Hier haben wir schon ein bisschen. Die Bären Callisto 38. Das können wir tatsächlich mal machen. Reiten wir weg! Ja! Ich will den See bewundern. Oder Fluss, ich glaube, es ist ein Fluss. Na los! Das ist also die Bären Callisto. Hohoho!
Alter, ist die riesig. Na gut, schleichen war wohl nichts. Ich werde erstmal schön aufladen, damit wir im Notfall uns heilen können. Oh ja, das werden wir. Heilt uns diese R1, R2 Attacke? Milliarden Hiebe auf die einen Kopf schlagen. Fell der Bären Callisto. Oh, Obsidianglas, sehr schön. Bringe die Fälle zu Daphne, ja. Das machen wir noch irgendwie, irgendwann. Ah, sie will sogar da. Da, in Focus, da oben. Noch nicht mal da. Kefalenia. Ach, guck mal. Ach, die Level passen sich doch tatsächlich auch noch an.
Corvu-Quest. Erschöpft von den Prüfungen ihres täglichen Lebens hat Cassandra beschlossen, fernab ihres Alltags eine... Cassandra... Wer war Cassandra? Ich weiß es nicht. Aber ich glaube, wir müssen wirklich auch mal nach Kefalenia zurück. Prinz von Persien. Toll. Aber gut, das, was weiter weg ist, da muss ich, sollte ich nicht hin. Ach, das ist ein Turm. Ich dachte, was sind das für komische Bäume? Lagerchen. Okay. Ich lasse mich drauf ein. Das war doch ein Mensch. Ich sehe mal nach. Ich war ein Vogel. Ein Löwe. Hast recht. Ach so. Nein! Das Holz! Ella. Na, da kommt noch ein Fragezeichen vorher.
Aber hey, alles was abgeklappert wird, muss später nicht abgeklappert werden. Ist Olivenholz eigentlich wirklich gutes Holz für den Schiffbau? Das habe ich mich ehrlich gesagt nie so richtig gefragt. Panzervogel des Arkadien. Ach guck, das sind doch hier die... Ja, die komischen. So, ein Schatz soll hier sein, da. Oh, das Ostragon-Rätsel. Oh, sogar zwei Schätze, soll ich sagen. Ich habe mich mit dem Falschen angelegt. Ich gehe nach Norden zum Gipfel, wo auf der Metallvogel über die goldene Felder blickt. Dann hinab zu den versunkenen Ruinen neben bla bla bla. Achso, warte, hier war doch noch eine Dingens. Oh, da ist er schon. Das ist es. Das, die Engine fürs Pferd, das haben sie aus Skyrim genommen. Hoffentlich hat Herakles alles dem phallischen Vögel erledigt. Der große Vogel des Stymphalos überblickt, erinnert an Herakles Sieg, ein kurzer Moment, in dem Ruhe das Chaos überwand. Unter seinem wachsamen Blick würden sich die Boshaften niemals gegen die Besten von uns erheben und siegen können. Kann ich hier nicht tauchen? Okay. Tief genug, um aus, keine Ahnung, 100 Metern da reinzuspringen, aber nicht tief genug zum Tauchen. Seltsam. So, die Nachrichtentafel. Da ist auch ein Fragezeichen, aber das gilt der Stadt wahrscheinlich. Geld. Wir haben das Rätsel gelöst.
Gut, wir sind jetzt hier in der Stadt. Die Nachrichtentafel, da würde ich gerne nochmal ran. Okay, diese Aufgaben hier sind tatsächlich nur so kleine Dinge. Gut, dann machen wir jetzt noch mal ein bisschen Inventar, damit wir dann die Sachen auch verkaufen können. Gibt keine neuen Speere. Dann jetzt zum Schmied. Schmidt. Wie kann ich helfen? Ich würde gern verkaufen. Sehr gut, wir sind bei fast 50.000 sogar, okay. Ich dachte, wir wären gerade mal bei 5.000. Dann können wir auch ruhig nochmal hier... Achso. Na gut, bei denen weiß ich es ehrlich gesagt nicht, aber die will ich... Bitte, frag, wonach dein Herz verlangt. Boah, es gibt Rabatte, wenn der Söldnerrang hoch genug ist. Das ist ja cool. Schiff. Was sagt das Schiff? Was brauchen wir denn mal für unsere Kämpfe? Wurfspeere? Ja. Da ich jetzt weiß, wie man die hier verwendet. Ja, wir brauchen wieder antike Tafeln. Antike Schokoladentafeln. Gut, dann würde ich sagen, machen wir hier ein schönes Folgenpäuschen und sehen uns dann hoffentlich in der nächsten Folge wieder. Bis dahin.